Ja, das Mikrofon ist an. Ich möchte Sie herzlich begrüßen nach mehreren pandemiebedingten Anläufen, also heute unsere Veranstaltung zur portugiesischen Literatur. Anlass zu unserem Thema war die Einladung Portugals als Gastland zur diesjährigen Leipziger Buchmesse. Wir möchten einen Überblick geben, der sich als Hintergrund eignet für die Rezeption aktueller portugiesischer Literatur. Ein Überblick über unsere Texte und Autoren und Autorinnen haben Sie auf Ihren Stühlen vorgefunden. Auf einer DIN A4-Seite ist also alles zusammengefasst. Auf unserem ersten Foto sehen Sie einen zentralen Platz der Lissabonner Altstadt. Das ist ein Platz benannt nach dem Nationaldichter Luís de Camões, der also hier auch auf dem Monument steht. Camões legt mit seinem Epos Die Lusiaden den Grundstein für das historische Selbstverständnis der portugiesischen Nation. Lusiaden, das war die Bezeichnung der Römer für diesen Bevölkerungsteil auf der Iberischen Halbinsel. Camões war selbst Teilnehmer der Fahrten nach Südostasien, ist auch schwer verletzt worden. Und die Titelzeile, die wir hier oben, die eben noch hier oben stand, wo das Meer endet, wo das Land endet und das Meer beginnt, ist ein Zitat aus diesem Epos, die Lusiaden. Dieses Zitat weist schon darauf hin, auf Aufbruch und später auch Sendungsbewusstsein der Portugiesen als Seefahrernation. Jetzt haben wir das nächste Foto, bitte, Barbara. Das ist also Camões als lorbeerbekrönter Barde. Und die Titelangabe nochmal mit dem Erscheinungsdatum. Der Text ist der literarischen Tradition gemäß verfasst in Versform, in erhabenem Stil und mit entsprechendem Redeschmuck, der meines Erachtens am besten in einer älteren Übersetzung zum Tragen kommt. Eine Übersetzung von 1949. Es gibt neuere, die sind aber ja, geläufiger, aber ich finde, sie geben den Geist des Originals nicht so wieder. Den Anfang des Epos, den ersten Gesang, ein Teil des ersten Gesangs, liest jetzt für uns Eberhard Schmidt. Ich lese aus dem ersten Gesang der Lusiaden von Luís de Camões drei längere Verse, Strophen. Die Waffen und der Herrn erlauchte Scharen, die aus dem West vom Lusitaner Strande auf Meeren zogen, die noch nie befahren, noch weiter als zu Taprobanes Sande und die, beherzt in Kämpfen und Gefahren, mehr als sonst irgendwer aus Menschenlande in fremdem Volk ein neues Reich errichtet, davon so hohen Ruhm ihr Werk berichtet. Und auch die Könige, berühmte Namen, die Reich und Christen glauben, auszubreiten beflissen waren und den sündigen Samen von Asien, Afrika, dem Jammer weihten. Ja, alle, die durch Tat zum Preise kamen, so dass sie sich von Sterblichkeit befreiten, will ich in aller Welt verkündet sagen, genügt nur Geist und Kunst zu solchem Wagen. Schweigt von des Troas Fahrten und den Bahnen des klugen Griechen.
über weiten Meeren, schweigt von den Alexandern und Trojanen, von ihren Siegen, ihren Ruhmesschweren. Ich sing die hehre Brust des Lusitanen. Versinke, was die Muse sang der Alten, ein größerer Mut will sich vor uns entfalten. Auch im zweiten Text, Barbara, bitte. Ja. Auch im zweiten Text steht eine Ikone des portugiesischen Selbstverständnisses, nämlich das monumentale Kloster von Mafra. Das Kloster von Mafra war gedacht als Konkurrenzbau zum spanischen Escorial. Es ist 1755 vollendet worden, im Jahr des großen Erdbebens von Lissabon, hat 13 Jahre Bauzeit benötigt, 50.000 Arbeiter waren tätig, davon sind 2.000 tödlich verunglückt. Der Autor des Textes, des Romans, das Memorial, José Saramago, hat 1982 mit diesem Roman seinen literarischen Rang etabliert und 1998 den Literaturnobelpreis erhalten. Sein Stil zeichnet sich aus durch eine empathische, aber souveräne Erzählhaltung und eine dezente, meisterlich gehandhabte Erzählerironie. Der erste von zwei Texten, beide liest Barbara Alms, steht im Zusammenhang mit dem Gelübde des Königs João, ein Kloster zu stiften, nämlich dieses dann, falls ihm ein Thronfolger geschenkt wird. Barbara. Don João, Fünfter seines Namens in der königlichen Stammtafel, wird sich diese Nacht in das Zimmer seiner Gemahlin Donna Maria Ana Josefa begeben, die vor mehr als 2 Jahren aus Österreich kam, der portugiesischen Krone Infanten zu schenken, jedoch bis heute nicht schwanger wurde. Schon wähnt man bei Hofe, im Palast und außerhalb der Königin Gebärmutter für womöglich taub. Ein Gewisper zwischen Ohren und anklagenden Mündern, sehr geheim unter Vertrauten. Außer Frage, die Schuld liegt nicht beim König, zum einen, weil unfruchtbar dem Manne nicht eigen, hingegen ein Leiden der Frauen ist, darum sie oft verstoßen werden. Zum anderen, falls gegenständlicher Beweis überhaupt vonnöten, dem Reich bescherte der königliche Same schon viele Bastarde. Doch noch zeigen sich die Dinge erst am Anfang ihres Laufs. Im Übrigen erheischt nicht der König sich vom Himmel inbrünstig ein Kind, sondern die Königin. Und auch hier aus zweierlei Gründen. Erstens, ein König, schon gar von Portugal, bittet nicht um das, was zu geben allein in seiner Macht steht. Und zweitens, von Natur aus ist die Frau das empfangende Gefäß, hat natürlicherweise sie die Erflehende zu sein, in angesetzten Novenen so sehr wie in üblichen Fürbitten. Doch bisher half weder des Königs Beharrlichkeit, der außer im Fall kanonischer Beschränkung oder physiologischer Verhinderung wöchentlich 2-mal seiner majestätischen und ehelichen Pflicht kräftig Genüge tut,
Noch halfen Geduld und Demut der Königin, die sich, nachdem der Gemahl sie und die Lagerstadt verlassen, in Gebeten und opfervoll in absoluter Reglosigkeit übt, damit beider eingebrachte Zeugungssäfte nicht Verstörung erfahren, zumal die ihnen, die ihren mangels Anreizung und Zeit und auch aus sittsamst christlicher Zurückhaltung spärlich gerieten, verschwenderisch aber die seiner Majestät, wie man es von einem noch nicht 22-jährigen jungen Mann erwartet. Gleichwohl, bis auf den Tag hat nicht dies und nicht jenes Donna Maria Annas Leib zum Schwellen gebracht. Doch Gott ist groß. Ich sage gerade einen kurzen Zwischentext. Ja. Diese sozusagen königliche Perspektive wird dann im Laufe des Romans sehr schnell zu einer Geschichte von unten, sozusagen als Gegenbild auch zu Camões. Denn die Arbeiten am Bau werden gezeigt, wie der einfache Soldat Balthasar sie erlebt. Balthasar, einen Arm hat er durch eine Kriegsverletzung verloren, kommt mit seiner Braut Blimunda in sein Heimatdorf bei Mafra zurück und hat dann beim Kloster Arbeit gefunden. Jetzt bitte die zweite Passage. Noch vor Tag blies das Horn. Die Männer erhoben sich, rollten ihre Decken ein, die Treiber spannten die Ochsen zusammen. Und aus dem Haus, in dem er genächtigt, stieg der Aufsichtsbeamte hinab in den Steinbruch mit seinen Helfern, inbegriffen auch die Aufseher, damit sie erführen, welche Befehle zu erteilen waren und warum. Von den Wagen wurden Stricke und Trossen abgeladen, die Ochsengespanne den Weg hinan aufgestellt in zwei Zügen. Noch war es zu früh für das Erscheinen des Indienschiffes. Dieses war eine Plattform aus dicken Bohlen, darunter sehr massive Räder mit kernigen Achsen, die um ein geringes dicker waren als der zu befördernde Block. Mit Armkraft stieß man ihn herbei unter viel Hauruck und der Wuchtenden und derer, die diesen befahlen. Einer der Männer, unachtsam, geriet mit einem Fuß unter ein Rad, ein Aufschrei vor unsäglichem Schmerz, schlechter Beginn der Reise. Balthasar mit seinen Ochsen stand in der Nähe. Er sah das Blut spritzen, sah sich jäh in Jerez in Los Caballeros, 15 Jahre zurück, wie doch die Zeit vergeht. Die Zeit hat Wunden. Für diese Verletzung ist es noch zu früh. Da zieht der Mann ab, ein nicht endendes Marterkreischen. Sie schleppen ihn auf einer Trage nach Morlena, wo es eine Krankenstation gibt. Vielleicht entkommt er mit einem Stück Bein weniger. Verfluchter Mist. In Morlena damals nächtigte und schlief Balthasar mit Blimunda. So ist die Welt. Eng beieinander, große Lust, ein großer Schmerz, der Wohlgeruch der gesunden Säfte und der Faulgestank der brandigen Wunde. Um Himmel und Hölle zu erfinden, reicht es aus, den menschlichen Körper zu kennen. Schon zeigt die Erde vom Blut keine Spur mehr. Die Räder des Karrens sind drüber gerollt, die Füße der Männer drüber getreten und die klobigen Hufe der Ochsen. Den Rest trank und vermengte die Erde. Nur auf einem zur Seite gestoßenen Kiesel bewahrt sich etwas Rot. Wir machen jetzt einen historischen Sprung und präsentieren mit Essa de Queiroz und Elena Marques zwei Gesellschaftsbilder aus dem 19. Jahrhundert. Sie sehen hier ein Foto
mit dem Monument für Esther de Queiroz auf dem Sockel ein Zitat aus seinem Werk, das ist wahrscheinlich nicht so gut zu lesen, Sobre a nudez forte da verdade, o manto diafano da fantasia. Über der nackten Stärke der Wahrheit, der durchscheinende Umhang der Fantasie. Diese Verbindung von fiktionaler Fantasie und Wahrheits- oder Realitätsanspruch stellt sein Werk in den Kontext der großen gesellschaftskritischen Romane von Flaubert, Dickens und Thomas Mann. Die Mayas 1888 sind sein Hauptwerk. Es schildert über mehrere Generationen das Leben des alten portugiesischen Landadels und städtischen Großbürgertums bis hin zur studentischen Bohème der vorletzten Jahrhundertwende in Coimbra und Lissabon. Unsere Textpassage aus dem Anfang des Romans spielt in England, wo sich der Großvater der Familie, also die erste Generation, für eine Zeit lang niedergelassen hat. Es liest Ingrid Löwer. Afonso hatte keine Langeweile. Er studierte die edle, reiche englische Literatur. Er interessierte sich, wie es einem Aristokraten in England wohl anstand, für den Ackerbau, für die Pferdezucht, für praktische Wohltätigkeit. Und er erwog mit Vergnügen, für immer hier in diesem Frieden und dieser Ordnung zu bleiben. Nur fühlte Afonso, dass seine Frau nicht glücklich war. Betrübt und in Gedanken versunken, ständig vom Husten verfolgt, bewegte sie sich durch die Zimmer. Abends saß sie am Kamin, seufzte und sprach kein Wort. Arme Signora, das Heimweh nach Portugal, nach der Verwandtschaft, nach den Kirchen, begann allmählich ihre Gesundheit zu untergraben. Als echte Lissabonnerin, von Statur sehr klein und dunklem Teint, hatte sie sich nie beklagt, nur immer matt gelächelt und seit ihrer Ankunft in dumpfem Hass auf dieses Land von Ketzern und ihre barbarische Sprache gelebt. Stets fröstelnd, in Pelze eingemummt, furchtsam in den trüben Himmel und nach dem Schnee auf den Bäumen spähend, war sie mit dem Herzen niemals hier, sondern im fernen Lissabon, auf den Plätzen vor den Kirchen, in den Stadtvierteln, auf die die Sonne brannte. Ihre Frömmigkeit, die immer sehr tief gewesen war, hatte sich angesichts der Feindseligkeit, die sie ringsum gegen die Päpstlichen wahrnahm, noch gesteigert. Und nur abends verschaffte sie sich Genugtuung, wenn sie sich mit den portugiesischen Dienstmädchen ins oberste Stockwerk flüchtete, um den Rosenkranz zu beten, wobei sie auf einer Matte kauerte und dort beim Gemurmel von Ave Marias in einem protestantischen Land den Reiz einer katholischen Verschwörung genoss. Da sie alles Englische hasste, hatte sie nicht zugelassen, dass ihr Junge Pedrinho in Richmond das Gymnasium bezog.
Vergeblich versuchte Alfonso ihr klarzumachen, dass es ja ein katholisches Gymnasium sei. Sie wollte es nicht. Dieser Katholizismus ohne Wallfahrten, ohne Johannesfeuer, ohne Bildnisse des kreuztragenden Heilands, ohne Mönche auf den Straßen, das war in ihren Augen keine Religion. Sie würde jedenfalls die Seele ihres Pedrinho nicht der Ketzerei ausliefern. Deshalb ließ sie zu seiner Erziehung aus Lissabon den Pater Vasquez kommen. Der Pater lehrte ihn die lateinischen Deklinationen, doch vor allem ließ er ihn aus der Fibel lernen. Das Gesicht Alfonso Damayas überzog sich mit Trauer, wenn er bei der Rückkehr von irgendeiner Jagdpartie oder aus der Londoner Innenstadt mitten aus dem Gebrodel pulsierenden Lebens im Studierzimmer die schläfrige Stimme Hochwürdens vernahm, der eben wie aus tiefster Nacht fragte: Wie viele Feinde hat die Seele? Und der Kleine, noch viel schläfriger, murmelte sogleich: Drei, Welt, Teufel und Fleisch. Armer Pedrinho, Feind seiner Seele war ja nur eben dieser ehrenwerte, feiste und widerliche Vasquez, der da rülpsend in den tiefen Polstern seines Lehnstuhls saß, das Taschentuch voller Schnupftabak über dem Knie. Zuweilen kam Alfonso entrüstet ins Zimmer, unterbrach den Unterricht und nahm Pedrinho bei der Hand, um mit ihm unter den Bäumen an der Themse spazieren zu gehen, ihn im hellen Glanz des Flusses die schwere Bürde der Fibel vergessen zu lassen. Doch die Mama stürzte entsetzt hinterher und packte ihn in einen dicken Mantel. Draußen hatte der Kleine, der an den Schoß der Dienstmädchen und an gepolsterte Eckchen gewohnt war, dann Angst vor dem Wind und den Bäumen. Betrübt und schweigend stapften sie durch das dürre Laub. Der Kleine von den Schatten des knisternden Gehölzes ganz verängstigt, der Vater mit gebeugten Schultern nachdenklich und traurig über die Schwächlichkeit seines Sohnes. Doch sein geringster Versuch, den Jungen jenen Mutterarmen zu entreißen, die ihn verweichlichten, wie auch jener geisttötenden Fibel des Paters Vasquez, rief bei der zartfühlenden Signora sogleich Fieberanfälle hervor. Alfonso getraute sich schon nicht mehr, der armen Kranken zu widersprechen, die so tugendhaft war und ihn so sehr liebte. Hierauf klagte er Tante Fanny sein Leid. Die weise Irin pflegte dann ihre Brille zwischen die Seiten ihres Buches zu legen, eines Traktats von Addison oder eines Gedichtbandes von Pope, und wehmütig die Achseln zu zucken. Was konnte denn sie da schon machen? Schließlich wurde Maria Eduardas Husten immer stärker und stärker, wie der Trübsinn ihrer Worte. Schon sprach sie von ihrem letzten Wunsch, der darin bestand, noch einmal die Sonne zu sehen. Weitergehen. Elena Marquez, Raquels Töchter. Elena Marquez ist auf Madeira aufgewachsen und hat später als Journalistin und Autorin in Lissabon gearbeitet.
Sie ist vor 2 Jahren gestorben. Für ihren Roman, der 1992 erschien, hat sie die bedeutendsten portugiesischen Literaturpreise erhalten. Thematisch bewegen wir uns in eine provinzielle Inselgesellschaft. Im Klappentext des Verlags heißt es Madeira, Ende des 19. Jahrhunderts. Hier, fernab des portugiesischen Mutterlandes, gehen die Uhren noch anders. Vielleicht ein kritisches Wort zur Übersetzung des portugiesischen Originaltitels. Dieser lautet O Último Cais, das heißt der letzte Kai, und bezieht sich konkret und symbolisch auf die Schiffs- und Lebensreise des Arztes Marcos de Lacerda. Der Bogen dieser Biografie bietet Platz für eine facettenreiche Darstellung der gesamten Inselgesellschaft über mehrere Generationen. Der deutsche Verlag indes hat mit dem selbstgewählten Titel den Zugang auf diese breit gefächerte Thematik leider sehr eingeschränkt. Ich nehme an, aus verkaufsstrategischen Gründen. Ob das der Intention der Autorin so entspricht, kann man offen lassen. Wir folgen aber trotzdem dieser Akzentuierung mit unserer Textauswahl, weil sie unser literarisches Mosaik gut ergänzt. Als Einstieg ein Foto aus Funchal. Es zeigt zwei junge Frauen der heutigen Generation vor einer Azulejo-Fassade. Das Kachelbild zeigt die frühere Frauengeneration bei der seit Jahrzehnten praktizierten Heimarbeit der Stickerei, die auch heute noch einen Industrie- und Exportzweig darstellt. Wir fokussieren uns bei unserer Textauswahl auf die Ehefrau Raquel. Sie stammt von maltesischen Einwanderern ab und hat in die madeirensische Oberschicht eingeheiratet. Sie reflektiert im ersten Text ihre Herkunft und ihr gegenwärtiges Leben. Für Johannes Feest ist kurzfristig dankenswerterweise Cornelius Kopfink eingesprungen. Helena Marques, Raquels Töchter. In jener unruhigen und fruchtbaren Zeit, die dann gegen Ende des Jahrhunderts in die Französische Revolution mündete, hatte André Villa Malta gegen Madeira eingetauscht. Er war damals blutjung. Was mochte er alles erlebt haben? Aus welcher Vergangenheit stammte er? Was hatte ihn zum Auswandern veranlasst? Wie sah er wohl aus, fragt sich Raquel, dieser unbekannte Vorfahre, der einen Weinhandel, Orientteppiche, altes Silber und italienische Bücher hinterließ. Raquel hat schon lange den Wunsch, irgendwann auf Reisen zu gehen und La Valletta zu entdecken, die Stadt ihrer Vorfahren. Da sie nur die Passos kennt, die Familie, in die der erste Villa nach seiner Ankunft auf Madeira eingeheiratet hat, empfindet sie sich als unvollständig und unwissend. Wer waren die Villas? Wie lebten sie? Wie sahen jene Frauen aus, von denen sie, wie man vermutete, das Haar in der Farbe alten Weins, die langen Beine und ihre Widerspenstigkeit geerbt hatte? Dank ihrer leidenschaftlichen Liebe zum Meer und zum Reisen, obwohl sie nie gereist ist, kann sie, auch wenn es ihr manchmal sehr weh tut, Verständnis dafür aufbringen und akzeptieren, dass Marcos immer wieder die Flucht ergreift. Widerstrebend und unausgesprochen hat er sich schließlich mit diesem Wort abgefunden, Flucht. Denn es ist ja wohl nichts anderes als eine Flucht, Marcos. Nicht vor mir, Liebling, oder doch?
Gib es zu, ein bisschen auch vor mir. Aber vor allem meine Flucht vor der Eintönigkeit, der Praxis, dem Hospital, den Kranken, den Pflichtbesuchen, den immer selben Ausflügen, den altbekannten Gesprächen, denselben Gesichtern und denselben Szenen, Jahr für Jahr. Glücklicher Markosch, er kann die Monotonie durchbrechen und ihr entfliehen, kann für ein Jahr Marinearzt sein, sobald die Inselklaustrophobie ihn zu ersticken droht. Und ich, fragt sich Raquel, am Fenster des Hauses im Valle Formosa lehnend, jenem Fenster, an dem sie ihr Leben lang Tag für Tag lehnt, und ich? Für mich, die ich als Frau geboren bin, die heiraten und Mutter werden wollte, für mich hat sich seit Penelope nichts geändert. Mein Los heißt warten, im Haus sitzen, am Webstuhl oder aufs Meer blicken. Sie lächelt, trotz alledem. Sie ist glücklich, trotz alledem. Sie hat den geheiratet, den sie wollte und wie sie es wollte. Sie hat die kleine köstliche Freiheit erlebt, die fast beleidigende Sicherheit abzuweisen, mit der Markosch zu ihr über Heirat gesprochen hatte. Gesprochen, nicht etwa einen Antrag gemacht. Sie hatte ihn abreisen sehen, ohne ihm die kleinste Geste der Zuneigung zu gewähren, hatte ihn ohne ein Wort der Hoffnung zu einer Formulatur nach London fahren lassen. Vielleicht hätte sie schon damals begreifen müssen, dass dies die erste Flucht war. Der Weg aufs Meer wurde zum Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit, zum Heilmittel für die Kränkungen, zum Gegengift für die Eintönigkeit. Und ich? Mein Gott, ist Penelopes Weg wirklich unausweichlich? Im zweiten Text der Autorin dann die neue Generation, also die Zeit von 1880, und ihre Perspektiven. Es geht um Katharina Isabel, die Tochter von Raquel, und ihre Geschwister Benedita und André. Insa Oertel wird uns diesen Text lesen. Als Katharina Isabel das Abschlussexamen des Lyzeums absolvierte und eine ebenso hohe Benotung erhielt wie der zweitbeste Junge, staunte ganz Funchal. Sie selbst schluckte ihr lautes, sprudelndes Lachen herunter und trat, eher als Ausdruck von Reife als von Berechnung, bescheiden, zurückhaltend und einfach auf. Der Diario de Noticias hatte auf der ersten Seite die Namen der 23 Schulabgänger, 21 Jungen und 2 Mädchen mit ihren jeweiligen Noten veröffentlicht. Und alle Leute in der Stadt redeten über das Ereignis. Das andere Mädchen mit seinen dürftigen 11 Punkten wurde kaum erwähnt, aber Katharina Isabel, 17 Punkte, riefen die unterschiedlichsten Reaktionen hervor. Angefangen von mit der Kleinen wird es noch ein böses Ende nehmen, bis hin zu manch herablassendem Lob wie sieh mal einer an, wer hätte das gedacht, konnte man alles hören in diesem Funchal, wo es nicht üblich war, dass sich 16-jährige Mädchen mit Jungen maßen, vor allem nicht im Lernen. Die Stadt ahnte jedoch nicht im Traum, was dann noch kommen sollte. An einem neblig feuchten Spätnachmittag,
Als die Kapelle auf der Plaza de Constitución ein Konzert gab, schlug die Nachricht wie eine Bombe ein und erzeugte einen Widerhall wie Paukenschläge und die Klänge des Horns. Katharina Lisabel, die mit Benedita und André im Umkreis der Kathedrale spazieren ging, wo die Musik nur gebrochen zu ihnen drang, verkündete plötzlich, als teilte sie ihnen etwas ganz Alltägliches mit: Ich habe mich an der medizinischen Hochschule eingeschrieben. André blieb wie vom Donner gerührt stehen. Soll das ein Scherz sein? Wieso? Möchtest du mich nicht als Kommilitonin haben? Und sie konnte sich die Provokation nicht verkneifen. Immerhin habe ich in das Lyzeum mit einer besseren Note abgeschlossen als du. Benedita blickte schweigend von einem zum anderen. Sie war gerade erst 15 geworden, aber ihr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl zwang sie, sich einzumischen. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Das finde ich wunderbar. Hoffentlich bist du mit deinem Studium fertig, bevor ich Kinder bekomme. Hinter ihnen schimpfte das Hausmädchen. Fräulein Benedita, so etwas sagt man nicht. Warum nicht? Ich werde doch heiraten und Kinder bekommen wie alle, oder etwa nicht? Und dass es besser ist, einen Arzt dabei zu haben, wenn man Kinder bekommt, stimmt auch. Jedenfalls sagt Vater das immer. Die Mitteilung, diese enorme Kühnheit, noch nie hatte auf Madeira es eine Ärztin gegeben, begeisterte die beiden. André gab sogar seine männlichen Vorbehalte auf. Die fassungslosen Hausmädchen tuschelten miteinander. Unerhört, dass ein junges Mädchen, wohlerzogen und aus guter Familie, etwas so Unschickliches, so Hässliches studieren wollte. Sämtliche Körperteile zu Gesicht bekommen, womöglich gar nackte Menschen. Im Handumdrehen machte die Nachricht die Runde auf der Plaza de Constitución. Übertönte die Pauken, die Trommeln und Klarinetten und gelangte zu der kleinen Gruppe zurück, die jetzt schon etwas ruhiger über die Schwierigkeiten der Fächer im ersten Studienjahr sprach. Wer ihnen das Echo der Aufregung brachte, war der Domherr Nicolau Villa. Hochgewachsen, rüstig und dunkel wie ein Maure. So, wenn auch wesentlich jünger, stellte sich Benedita Shakespeares Othello vor. Der Domherr verneigte sich vor Benedita mit der weltlichen Eleganz, die ihm weder durch seinen späteren Eintritt ins Priesterseminar abhanden gekommen, noch mit den Jahren geschwunden war. Liebe Signora Donna Benedita, wie geht es? Nachrichten von den Eltern? Und was machen die Studien, André? Und dann den durchdringenden Blick auf Katharina Isabel gerichtet. Die Signora Donna Katharina hat sich also für Medizin eingeschrieben. Meinen Glückwunsch. Es wird auch höchste Zeit, dass die Frauen von Frauen behandelt werden. Katharina errötete, was bei ihr übrigens trotz ihrer sonstigen Sicherheit nicht ungewöhnlich war. Sie errötete heftig vom hochgeschlossenen Kragen ihres Kleides bis zum Ansatz des blonden, im Nacken mit einem blauen Samtband zusammengefassten Haar. »Danke, Senor Domherr Nicolau«, sagte sie leise. Sie wusste, wie wertvoll dieser unerwartete Verbündete war, fand aber nicht die Worte, um die vielfältigen Gründe ihrer Dankbarkeit auszudrücken, um ihm zu sagen, dass sie gar nicht daran dachte, auf die These, dass Ärzte denn auch nur Frauen behandeln sollten, etwas zu erwidern. Diese Diskussion würde irgendwann stattfinden. Das hatte Zeit. Sie hob den Blick, sagte noch einmal aus vollem Herzen: Danke, Senor Domherr Nicolau, und wurde abermals über und über rot, als sie den verschmitzten, aber unbestreitbar gütigen Ausdruck auf seinem Gesicht gewahrte. Der Nachmittag war plötzlich strahlend geworden. Die giftigen Zungen von Funchal würden keine Ruhe geben, doch der Domherr war eine unschätzbare Kraft. Mit seiner und ihres Vaters Unterstützung fühlte sie sich gewappnet
gegen alle antiquierten Vorurteile der Stadt anzutreten. Fernando Pessoa ist mit Sicherheit die schillerndste Autorenfigur des portugiesischen 20. Jahrhunderts. Die Fotos zeigen ihn in der Lissabonner Altstadt auf seinen alltäglichen Gängen zwischen Wohnung und Buchhalterbüro. Pessoa ist zwar in Lissabon geboren, 1888, verbringt aber aus familienbiografischen Gründen 10 Jahre seiner Jugend in einem englischsprachigen Internat in Durban, Südafrika. Sein Vater war früh verstorben, sein Stiefvater war dann portugiesischer Konsul in Durban, sodass er also mit der Familie bis zu seinem 17. Lebensjahr dort war. Zurück in Lissabon verwertet er diese vielfältigen kulturellen und sprachlichen Einflüsse. Er arbeitet als Übersetzer, Dramaturg, Essayist, Literaturkritiker und vor allem natürlich als Dichter. Es ist eine erstaunliche dichterische Produktion unterschiedlichster Art. Er schreibt esoterische Texte, philosophische, national gestimmte, avantgardistische. Das Besondere an dieser Produktion ist aber auch, dass er für die verschiedenen Textarten jeweils unterschiedliche Autoren, Figuren, seine berühmten Heteronyme erfindet, die wiederum selbst miteinander in Korrespondenz treten können, sich auch teilweise widersprechen. Sein eigener Familienname ist eine Ironie des Schicksals, denke ich, Pessoa, ist ja eigentlich auch kein Eigenname, sondern der übergeordnete Begriff für die Eigenart, für die Eigennamen, also Person, ist schon fast Programm für dieses poetologische Konzept. In seinem Buch Der Unruhe hat er es einmal beschrieben. Diesen Text lese ich Ihnen kurz vor. Ich erschuf in mir verschiedene Persönlichkeiten. Ich erschaffe ständig Personen. Jeder meiner Träume verkörpert sich, sobald er geträumt erscheint, in einer anderen Person. Dann träumt sie, nicht ich. Um erschaffen zu können, habe ich mich zerstört. So sehr habe ich mich in mir selbst veräußerlicht, dass ich in mir nicht anders als äußerlich existiere. Ich bin die lebendige Bühne, auf der verschiedene Schauspieler auftreten, die verschiedene Stücke aufführen. So viel zu seinem poetologischen Konzept. Besonders seine philosophisch-aphoristischen Texte und tagebuchähnlichen Notizen weisen ihn aus als zentrale Figur der portugiesischen und auch europäischen Moderne. Vielleicht muss man hier hinzufügen, dass Pessoa die wesentlichen Texte des Buchs der Unruhe zwischen 1915 und 1935 geschrieben hat. Nach seinem Tod wurde eine Truhe gefunden mit etwa 25.000 Manuskriptfragmenten, aus denen im Laufe von Jahrzehnten dieses Hauptwerk rekonstruiert wurde, das auch auf dem portugiesischen Buchmarkt erst Anfang der 80er Jahre erschienen ist. Also mit 50-jähriger Verspätung ist er wie ein Paukenschlag in die moderne Literatur eingeschlagen. Man muss auch dazu sagen, dass es der Verdienst des Ammann Verlags aus Zürich ist, dass er auch Anfang der 80er Jahre bereits eine deutschsprachige Übersetzung für unseren Buchmarkt veröffentlicht hat. Thema bei Pessoa in diesen Texten ist Zerfall der Identität, Vereinzelung, Bindungsverlust, Erlebnis existenzieller Fremdheit, gepaart mit einer übersensiblen Beobachtungsgabe für Situationen des Alltags. Wer sich erinnert fühlt an zum Beispiel bei uns Robert Walser oder Franz Kafka, liegt da sicherlich nicht ganz falsch. Es lesen zunächst Barbara Alms und Inge Buck.
aus dem Buch der Unruhe. Ich sehe mit Gelassenheit, ohne mir als ein mögliches Lächeln der Seele voraus, dass mein Leben für immer auf diese Ruhe durch Doradorisch eingeschränkt sein wird, auf dieses Büro, auf diese Menschen und ihre Atmosphäre. Etwas zu verdienen, was mir mein Essen und Trinken sichert, eine Behausung verschafft und einen geringen Spielraum in der Zeit, um zu träumen, zu schreiben und zu schlafen. Was könnte ich mehr von den Göttern erbitten und vom Schicksal erwarten? Ich habe ehrgeizige Pläne und ausschweifende Träume gehegt, doch die haben auch der Dienstmann oder die Näherin genährt, denn Träume hegen alle Leute. Was uns unterscheidet, ist die Kraft, sie zu verwirklichen, oder die Schicksalsbestimmung, dass sie sich für uns verwirklichen. In Träumen bin ich dem Dienstmann und der Näherin gleich. Von ihnen unterscheidet mich nur, dass ich schreiben kann. Ja, das ist ein Akt, eine mir vorbehaltene Wirklichkeit, die mich von ihnen unterscheidet. In der Seele bin ich ihresgleichen. Ich weiß wohl, es gibt Inseln im Süden und große kosmopolitische Leidenschaften. Wenn ich die Welt in der Hand hätte, würde ich sie, dessen bin ich sicher, gegen eine Fahrkarte zur Ruhe durch Doradorisch eintauschen. Vielleicht ist es mein Schicksal, ewig ein Buchhalter zu sein, und Dichtung und Literatur sind ein Schmetterling, der sich auf meinem Kopf niederlässt und mich umso lächerlicher erscheinen lässt, je größer seine Schönheit ist. Wir alle, die wir träumen und denken, sind Buchhalter und Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft oder in irgendeinem anderen Geschäft in irgendeiner Unterstadt. Wir führen Buch und erleiden Verluste. Wir ziehen die Summe und gehen vorüber. Wir schließen die Bilanz und der unsichtbare Saldo spricht immer gegen uns. An den langen Sommerabenden liebe ich die Stille der Unterstadt. Und ich liebe sie dort umso mehr, wo sie im allergrößten Gegensatz zum lärmenden Tagesgewühl steht. Die Ruhe der Arsenal, die Ruhe der Alfandegger, die Verlängerung der traurigen Straße, die sich ostwärts des Zollgebäudes erstrecken, die unterbrochene Linie der ruhigen Kais. All das stärkt mich in Traurigkeit, wenn ich mich an solchen Abenden in ihre Einsamkeit eingliedere. Ich erlebe dann eine weit zurückliegende Epoche. Ich genieße es,
mich als Zeitgenosse Cesario Verdes zu fühlen. Und in mir finde ich zwar nicht die gleichen Verse wie die seinigen, wohl aber die Substanz seiner Dichtung. Bis die Nacht einbricht, begleitet mich ein Lebensgefühl durch diese Straßen, das ihnen ähnlich ist. Über Tage sind sie erfüllt von einem Lärm, der nichts besagen will. Bei Nacht sind sie erfüllt von einem Mangel an Lärm, der auch nichts besagen will. Bei Tage bin ich eine Null. Bei Nacht bin ich ich selber. Inge Buch liest die nächsten Texte. Zu der Zeit, in der Sie meinen Geburtstag feierten, war ich glücklich. War noch niemand gestorben. Im alten Haus war selbst mein Geburtstag eine uralte Tradition. Und die allgemeine Freude, auch meine, war so sicher wie irgendeine Religion. Zu der Zeit, da sie meinen Geburtstag feierten, war ich so selbstverständlich gesund, von nichts etwas zu verstehen, im Familienkreis als geweckt zu gelten und die Hoffnungen nicht zu hegen, die andere für mich hegten. Wenn ich ein anderer wäre, ich würde mich mit Freunden verabreden und die Straßenbahn nach Benefiza nehmen. Wir würden bei Freunden in Gemüsegärten zu Abend essen. Und unsere Freude würde ein Teil der Landschaft sein. Und von allen, die uns zu Gesicht bekämen, als der Örtlichkeit angemessen, gebilligt werden. Ich fahre in der Straßenbahn und beobachte dabei geruhsam, wie es meine Art ist, alle Einzelheiten der vor mir sitzenden Personen. Das gesamte Leben in der Gesellschaft liegt vor meinen Augen. Darüber hinaus ahne ich die Liebschaften, die Ausdünstungen, die Seele all derer, die dafür gearbeitet haben, dass diese Frau, die vor mir in der Straßenbahn sitzt, um ihren sterblichen Hals die windungsreiche Banalität eines dunkelgrünen Seidenzwirns auf einem minder grünen Stoff tragen kann. Mich schwindelt. Die Bänke der elektrischen aus einem kräftigen, engmaschigen Strohgeflecht tragen mich in ferne Gegenden, vervielfältigen sich zu Industrien, Arbeitern, Arbeiterwohnungen, Lebensläufen, Wirklichkeiten, eben zu allem. Ich steige erschöpft und wie ein Schlafwandler aus der Straßenbahn. Ich habe das ganze Leben gelebt. Mit dem Gedichtband Botschaft, bereits zu Pessoas Lebzeiten 1937 veröffentlicht, kommen andere Themen zur Sprache. Pessoa versucht hier eine Wiederbelebung des
portugiesischen Nationalgefühls. Er sieht die Nation mental am Boden und er stellt also die heroische Vergangenheit dar, gepaart mit einer Vision einer großartigen Zukunft. Wir rezitieren aus der Gedichtsammlung Mensagem, eins der berühmtesten Gedichte, mit dem Titel Portugiesisches Meer. Ich lese zunächst die portugiesische Originalfassung, anschließend liest Friedrich Schmitz die deutsche Übersetzung. Mar português, o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o seu. Petrich. Portugiesisches Meer. O salzige Flut, wie viel von deinem Salz sind Tränen Portugals? Dich zu befahren, weinten Mütter, klang Kinderbeten, Klagebitter. Wie viele Brautgemächer blieben leer, auf dass du unser seist, o Meer. Lohnt es die Mühe? Die Mühe ist nie verloren, wenn nur die Seele groß geboren, willst du Capojador bezwingen, musst du den Schmerz erst niederringen. Gott schloss das Meer mit Abgrundsiegeln und ließ es doch den ganzen Himmel spiegeln. In diesem Gedicht sind Grundelemente der portugiesischen Mentalität angesprochen. Aufbruch, verlassen werden, Sehnsucht nach der Ferne und nach der Heimat. In diesem Spannungsfeld entsteht dann natürlich auch die kollektive Form der portugiesischen Melancholie, die Saudade, wie sie zum Beispiel und vor allem in den Liedern des Fado dann zum Ausdruck kommt. Unser nächster Autor ist Lobo Antunes. Antunes ist mit Sicherheit der wortgewaltigste und bedeutendste der lebenden portugiesischen Autoren. Er lebt in Lissabon. Er war 2 Jahre als Militärarzt in Angola vor der Nelkenrevolution und anschließend lange Jahre Leiter einer psychiatrischen Klinik in Lissabon. Themen seiner Romane sind die Umbrüche, die einhergehen mit der Auflösung des Kolonialreichs durch die Nelkenrevolution. In Lissabon und ganz Portugal war die soziale Situation äußerst angespannt. Es ging um die Integration von etwa 500.000 Menschen, die aus den Kolonien zurückkamen.
Antunes schildert eindringlich die Traumata der sogenannten Retornados, als auch die Verwerfungen, die ihre Rückkehr, ihre Integration in Portugal bewirkten. Herausragende Merkmale seiner Texte sind eine Vielgestaltigkeit der Erzählperspektiven, die auch ineinander verblendet werden, und eine meisterhafte, oft ins Grotesk gesteigerte Bildsprache, was sie zu einer nicht leichten Lektüre macht. Hier sehen Sie wieder die Karavelle auf dem Platz des Luís de Camões, auf dem das Denkmal des Nationaldichters steht. Cornelius Kopfinke liest uns, Moment, noch einen Augenblick, den nächsten Text. Mit seinem Roman Die Rückkehr der Karavellen, den er übrigens für seinen besten hält, schlägt er also den historischen Bogen zurück zum Nationalepos des Camões und er stellt dessen Idealisierung die scharfe Gegenwartsanalyse entgegen. Ausgewählte Textpassage beschreibt die Einquartierung eines älteren Ehepaares aus Guinea-Bissau, das nach 55 Jahren in der Kolonie zurück in Lissabon mit anderen Rückkehrern in ein altherrschaftliches Luxushotel in Lissabon einquartiert wird. Es liest Cornelius Kopfinke. Ja, was du eben gesagt hast zur schwierigen Lektüre, das ist mir mit diesem Text begegnet. Also, der Text, den ich lesen werde, enthält einen Satz, der über etwas mehr als eine Seite geht. Das ist ein einziger Satz und der musste entsprechend aufgebrochen werden, damit er überhaupt verstanden wird. Ich gebe mir Mühe und wir werden sehen, ob es klappt. Lobo Antunes, die Rückkehr der Karavellen. Der Alte stellte das Hochzeitsfoto auf eine herzogliche Kommode und wagte nicht, die Braut mit ihrem Fischbeinkorsett auf dem Foto mit der 70-Jährigen mit ihrem glanzlosen Haar zu vergleichen, deren Ticks und Gesten er fast so gut kannte, dass Worte beinahe vollkommen überflüssig waren. Und dennoch tastete er sich auf dem Kissen vor einer Frisierkommode hingegossen, deren Spiegel ihn mit Übelkeit erregender Wiederholung reflektierten, lange ab, um sich seines eigenen Alters bewusst zu werden. Wurde sich der Backenzähne bewusst, die ihm fehlten? Der Muskeln, die ihm unter schmerzhaftem Rucken gehorchten? Des vom Klima Guineas verwüsteten Gesichts, seit sein Vater ihn im Alter von 15 Jahren zu einem Vetter in die Tropen geschickt hatte, der als Feldwebel in einer Grenzgarnison an Branntwein und Syphilis zugrunde ging. Mittlerweile waren aus dem Foto des Paares ein Jodaquarell und aus uns nutzlose Mumien geworden, die entgeistert die zig auf Mahagonibordern unheimlich reglos wie Schachfiguren aufgebauten kleinen Flaschen in der Bar der Suite anschauten. Als es dämmerte, traten sie ängstlich in das Kirchenschiff des Speisesaales, angetan mit den Kleidern, die wir auf der Reise in einem Leinenköfferchen versteckt gehalten hatten. Meine Frau, im prähistorischen Kleid ihrer ehemaligen Anstellung als Kassiererin in einem Schnallenladen und ich im Anzug mit den breiten Aufschlägen aller Al Capone oder Tango-Tänzer, den ich das erste Mal bei der Taufe unserer Tochter getragen hatte. Dazu die lächerliche, schnürsenkeldünne Krawatte, mit der ich vergeblich versuchte, die beiden Hälften eines Kragens ohne Knopf zusammenzufügen. Sie setzten uns an einen Tisch, an dem
Drei Pflanzer aus Carmona hockten, die den verlorenen Kaffee und die Erinnerung an die Prostituierten von Muschina beweinten. Ein Nilpferdjäger, der imstande war, Jahrhunderte ohne eine einzige Bewegung an den Ufern der unwirtlichsten Flüsse zu überleben, und ein Fakir aus Goa mit asketischem Spitzbärtchen, der Schrauben und Muttern kaute, während er mit seinen Spargelfingern Brotkügelchen vollkommen rund drehte. Als die Suppe serviert wurde, erklomm ein Dicker mit Fliege den Hocker eines elektrischen Klaviers, zog die Manschetten mit beringten Fingern vor und begleitete die Hühnerbrühe mit 16-Noten. Fast gegen Ende des Obstsalats aus südafrikanischen Konserven, die die demobilisierten Fallschirmspringer in den Lagerhäusern der Heeresbäckerei von Lisboa unter Uniformstücken, Kriegskreuzen und Katapulten hatten gären lassen, schritt ein Leutnant mit schütterem Haar durch die Wandbehänge des Saals, auf denen Hibiskusse Kopf standen und monströse Einhörner prangten, grüßte hierhin und dorthin, gab den Kellnern detaillierte Anweisungen und, nachdem er einen Augenblick mit dem Achtelnotenkünstler gesprochen hatte, der sich affektiert mit einem Taschentuch befächelte, stellte er das Mikrofon auf seine Höhe ein, blies einen unförmigen Atemhauch hinein, sagte 1, 2, 3, Test, trommelte mit den Zeigefingern einen Steinhagelschlag darauf, flüsterte zu dem Pianisten mit der Fliege, der in Ja-Bezeugungen zerfloss und die Hände über den Tasten in einem militärischen Akkord schweben ließ, und dann informierte uns eine göttliche, ungeheure, autoritäre, pompöse, nicht nur aus den komplizierten Haarsträhnen des Leutnants, sondern aus allen Ecken des Saales, aus den Eckborden, den Vasen mit den Blümchen, aus den Arzneipipetten auf den Tischtüchern und aus den Mäulern der fantastischen, ins Flechtwerk der Gobelins gestickten Tieren erwachsenen Stimme. Eine Stimme. Wie in einer Garage oder einer Schlucht, gewaltig wie die Bombardierungen und die Gewitter von Bissau, dass die Damen und Herren sich im Hotel Ritz allein dank der väterlichen Güte der revolutionären Behörden befänden, die sich um das Wohlergehen und die Ruhe ihrer Kinder sorgten, bis der durch die Hebammenhand des Militärs aus dem fauligen Leib des faschistischen Totalitarismus, der uns so viele Jahre lang die Luft genommen und unterdrückt hat, ins Leben geholte demokratische Staat, Häuser oder vorgefertigte Hütten oder Wohnungen in den Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus für Opfer der zum Glück ausgelöschten Diktatur würde bereitstellen können, und dass die unerträglichen Übergriffe wie das Grillen von Sardinen in den Waschbecken, das Verstopfen der Abflüsse mit Fasanknöcheln, die Zubereitung von Gesottenem und Gebratenem in den Duschwannen, der Verkauf der von französischen Architekten entworfenen Wasserhähne an die hinfälligen Antiquitätenhändler in der Rua de São Bento ebenso wie die Nutzung der bedruckten Vorhänge des Hotels. Ich wiederhole, der bedruckten Vorhänge des Hotels zu privaten Zwecken, um daraus Blusen und Maurenkonkubinen-Accessoires herzustellen, sage ich im Namen des Klassenkampfes, Kameraden, und des von der politischen Avantgarde des Heeres geleiteten Aufbaus des Sozialismus, mit Abschlagen der linken Hand, dem Herausreißen der Eingeweide aus dem Rücken oder der Verbannung nach Macau bestraft würden.
meine Damen und Herren, ich möchte hoffen, dass wir mit der bisherigen Präsentation zwei wesentliche Aspekte verdeutlichen konnten. Einmal den literarischen Bezug zu wichtigen historischen Punkten in der portugiesischen Literatur und zum Zweiten natürlich auch den portugiesischen Beitrag zum europäischen Kontext. Bevor ich den letzten Text lese, es ist ein feuilletonistischer Text, möchte ich mich jetzt schon bedanken bei meinen Mitakteuren des Literarischen Quartiers für ihren Lesebeitrag zu diesem literarischen Landesporträt, besonders bei Barbara Alms für Beratung im Vorfeld und technische Unterstützung heute und vor allem bei Cornelius Kopf-Finke für die auch Corona-bedingt sehr, sehr aufwendige organisatorische Vorarbeit. Wir verabschieden uns mit einem Text von Antonio Baptista von 1993, auch schon fast 30 Jahre her, der uns noch etwas von dem älteren Lissabonner Flair spüren lässt. Sie sehen hier linker Hand einen Treffpunkt in der Lissabonner Altstadt auf dem Largo do Carmo. Das ist ein Platz ganz in der Nähe einer Karmeliterkirche, die durch das Erdbeben 1755 stark zerstört wurde, aber als Ruine belassen wurde. Und rechts die Bronzefigur Fernando Pessoas vor dem berühmten Café A Brasileira. Der Kiosk auf der Praça do Príncipe Real gehört Senhor Oliveira. Er verkauft ein bisschen von allem. Als da wären Sandwiches, Gebäck, Kekse, Maria und andere Marken zum Essen. Zum Trinken, Kaffee mit oder ohne Koffein, Erfrischungsgetränke mit oder ohne Spritz, offener Wein, Bier, Wasser mit und ohne Kohlensäure, aus Thermen und Mineralquellen, Schnaps und andere bruststärkende Getränke. Es gibt portugiesische und ausländische Zigaretten, Zeitungen, Zeitschriften und Dinge, bei denen man, kaum ist man aus dem Haus, merkt, dass man sie vergessen hat. Hervorheben möchte ich meinen Freund Conde de Alface, bei dem ich meine Zeitungen kaufe. Einmal musste ich ihm zu Hilfe kommen, weil er nach unserem EU-Beitritt nicht mehr unter freiem Himmel verkaufen durfte. Er beantragte den vorgeschriebenen Stand, aber die Verwaltung ließ sich mit der Genehmigung Zeit. Sie geben mir den Stand nicht, weil sie wissen, dass ich Kommunist bin. Nur der Herr Doktor kann mir helfen. Und ich konnte. Der Stadtrat auf dem zuständigen Amt ist ein guter Freund von mir. Ich schrieb ihm einen Brief. Lieber Dr. Carlos Robalo, mein Freund Conde de Alface verkauft mir seit 20 Jahren in seinen Trinkpausen Zeitungen. Er hat einen Stand beantragt. Kopie des Antrags liegt bei und noch immer keine Genehmigung erhalten. Seien Sie doch bitte so nett und sehen Sie zu, dass Sie mir die Lizenz zukommen lassen. Andernfalls wäre mein Ansehen bei den Trinkern der Praça do Príncipe Real ernstlich beschädigt. Der Stadtrat, sicherlich um meinem Ruf Genüge zu tun, tat mir den Gefallen und beschleunigte den Vorgang und heute zeigt sich der Conde stolz mit seiner Bude, auf die er ein Recht hatte. Leider kenne ich keine anderen Kioske in Lissabon persönlich. Ich würde gerne etwas über das Leben der Menschen erfahren, die sich dort zwischen Lotto, Kaffee und Schnaps tummeln. Doch diejenigen, die Lissabon kennen und wissen, wie man die schönen Geheimnisse entdeckt, die es versteckt, das sind seine Maler. Es kommen einige Namen, die muss man nicht kennen.
Ich sehe Carlos Botelho mit seinen Äuglein eines ausgelassenen Jungen vor mir, wie er an geselligen Abenden die Fiedel spielt, wie er noch das kleinste Stückchen Lissabon auf die Leinwand band, und die Leute blicken es an, sehen es aber nicht, bevor er uns nicht lehrt, es zu sehen. Almada Negreiros hinterließ uns die Figuren der städtischen Komödie mit Leib und Seele. Fischverkäuferinnen, Krieger, Seebären, Gaukler, Heilige, Fährleute und viele andere, von denen der Dichter Cesario Verde, ein Zeitgenosse Pessoas, sagte, dass es sie zuhauf gab. Immer noch bewahrt Lissabon ein menschliches Maß. Und so soll es bleiben. Stolz, keine große Metropole zu sein, zufrieden, dass wir uns in der Stadt wiederfinden, wie jemand, der in eine Straße kommt, alle Häuser und die Namen der Nachbarn kennt. Die Burg thront über der Stadt. José Luis Tinoco hat sie richtig im Profil getroffen und die Leute fühlen sich beschützt und sicher, selbst diesseits ihrer Mauern. Und wenn dann die Nacht hereinbricht und es still wird am Chiado, kann man Fernando Pessoas Schritte hören, der vom Largo de São Carlos kommt, wo sein Geburtshaus steht, und sein Dorf durchquert. Und da es seine Stammkneipe am Largo de Camões nicht mehr gibt, kann man Pessoa auch nicht mehr in flagranti beim Trinken erwischen. Also trägt er seine Unruhe an den Tisch des Cafés A Brasileira und bleibt dort sitzen und posiert mit einer Tasse Kaffee für die Touristen. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Präsentation. Falls jemand noch Literaturanregungen haben möchte, können Sie mir gerne Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Es gibt eine dreiseitige Liste von Dingen, die weiterführen. Dankeschön. Manfred, dir danke ich erstmal für die Vorbereitung. Es war sicherlich nicht ganz einfach, aus einem sehr viel größeren Schatz zu schöpfen. Und ich habe gemerkt, dass dir Portugal eine Herzensangelegenheit ist. Und ich denke, das ist uns allen ein bisschen so gegangen. Das hast du rübergebracht. Und dafür danke ich ganz herzlich. Und ich danke dir auch sehr für deine Geduld. Wir sind ja an diesem Programm schon irgendwie seit Herbst letzten Jahres dran und wollten immer wieder dieses machen. Und das hat sich bewährt, finde ich. Zwischendurch zu sagen, na, also wenn wir gar nicht so viele Leute hier unterbringen können, dann lassen wir es lieber. Denn das vor einem vollen Raum zu machen, ist schon noch was anderes, als hier nur mit 15 Leuten zu sitzen, was zeitweise ja unter Corona-Bedingungen nur möglich gewesen ist. Schön war auch, dass wir nach langer Zeit wieder ein Landespräsentation hatten, ein Bild eines Landes. Wir haben schon einige gehabt, aber jetzt länger nicht. Und insofern fand ich auch das sehr schön. Und ich merke auch an der großen Zahl von Zuhörern heute, dass Litku wieder richtig zu leben beginnt. Es war eben lange Zeit schwierig wegen Corona, aber wir sind da und es wird weitergehen. Eigentlich hätten wir heute schon die 5. Lesung in diesem Jahr gehabt und es ist die 3. geworden, aber jetzt haben wir die Reihenfolge fest. Die nächste Veranstaltung, die wir haben werden, wird am 26. Juni das Thema die Suche nach Identität sein. Ingrid Löber hat diese Lesung vorbereitet und will ein paar Sätze dazu sagen. Vorher sage ich noch, die darauf folgende Veranstaltung ist am 17. Juli eine Freiluftveranstaltung, wie wir es jedes Jahr einmal machen, im Bürgerpark. Wir treffen uns dann am Markusbrunnen. Und auch noch wichtig für alle zu wissen, alle unsere Lesungen ab sofort, die letzten beiden auch schon, sind auf YouTube dann jeweils veröffentlicht, nachdem das dann entsprechend aufbereitet ist.
und jeder kann es nachlesen und man kann es Freunden empfehlen. Einfach Litko eingeben, dann kommen alle Veranstaltungen ab dem ersten Mal in diesem Jahr, tauchen dann da auf und dann kann man sich aussuchen, was man...